La 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 la. Oh yeah, Stardew Valley. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ah, das ist komisch, das ist das erste Mal, dass ich heute was sage. Tja, passt ja auch ganz gut zu dem heutigen Thema. Es ist Montag. Endlich sind wir wieder gleich auf mit den Wochentagen. Der 22. in Stardew Valley. Winter 2. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Hi, Shane! Na, Shane! Kommunikation, Shane! Dann darüber wollen wir heute reden. So Zeit, sich die Beine zu vertreten. Den Papa da spazieren, mal sehen. Na gut, knutschen. So, Kommunikation. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was meint die alte Frau mit Kommunikation? Warum wird die mit uns über Kommunikation reden? Ich will nicht Kommunikation machen. Hier im Internet möchte ich mir nur angucken Videos. Alte Klappe Frau. Ich hatte auf YouTube eine kleine Umfrage gestartet. Zu eben der Thematik aus dem Leben lernen und was euch beeinflusst hat etc. pp. Und hatte euch halt um eure Geschichten gebeten, eure Erfahrungen eben genau mit dieser Thematik. Und ich habe super viele Nachrichten bekommen. Ihr könnt mir auch jetzt mal noch schreiben, das findet ihr auf dem Community-Tab auf meinem Channel. Und wir werden uns da Stück für Stück die unterschiedlichsten Postings rausnehmen, aber auch die unterschiedlichsten Thematiken. Und eine Sache, die ich sehr häufig gelesen habe, war eben Kommunikation und wie sich das in eurem Leben verändert hat. Darüber möchte ich heute mit euch reden. Aber erst, apropos Kommunikation, wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben ein... Okay, das passt nicht zur Hintergrundmusik. Post von Evelyn. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, es läuft gut mit deinem Hof. Ich schick dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe, sie ist nicht im Brief zerbröselt. Wie wenn wir eine ganze Torte bekommen haben. Weil abgesehen davon, dass Evelyn klingt wie das Dudelhuhn aus Die Katze mit Hut. Dudel, Dudel, Gag. Alter, ich liebe Die Katze mit Hut. Augsburger Puppenkiste und die einfühlsamen Geschichten der Augsburger Puppenkiste haben mein Leben nachhaltig verändert. Tatsächlich. Ja, wir werden über die verschiedenen unterschiedlichen Themen meines Lebens natürlich auch noch reden, aber es soll ja nicht immer nur um mich gehen, auch wenn das natürlich die beste Quelle ist, die ich habe, weil obviously it's me, ne? Wir gehen heute ein bisschen tiefer in die Kommentarkultur und ich möchte die Thematik ansprechen, dass offensichtlich bis heute Lehrkräfte und Erzieher nicht in der Lage sind, Kommunikationsprobleme unter Kindern vernünftig zu lösen. Sprich, viele von euch sind natürlich, je nachdem, was für eine Persönlichkeit man hat, immer ein bisschen stillere und ruhigere Menschen gewesen. In der Schule, im Kindergarten und so weiter und so fort. Und ihr habt euch mit einigen vielleicht auch nicht so gut verstanden. Manchmal will man nicht reden, manchmal hat man einfach Angst davor, weil man glaubt, man macht irgendetwas falsch. Und genau darüber möchte ich mit euch heute reden, denn letzten Endes ist das ja eine große Problematik, wenn man in der Schule ist und das Einzige, was in der Schule für einen mehr oder weniger zählt, ist ja dieser Zusammenhalt in der Klasse und dass man Freunde hat und dass man miteinander nicht nur spricht, sondern miteinander lebt. Denn, mein Gott, wir sind da 10 Jahre über die Hälfte unseres Tages. Und unser ganzes Leben findet in diesem Schulbereich statt. Manchmal sind wir da sogar 13 Jahre oder 14 Jahre oder im Studium auch noch. Und wenn man in einem... Oh nein, Marnie verkauft bestimmt heute wieder nichts, oder? Oh Gott, ich raste aus. Wo ist die überhaupt, wenn Jess zu Hause ist und sonst nichts? Was ist das hier? Okay, wahrscheinlich Vorratskammer. Aber, ich brauche Heu. Oh, ich hasse das. Nun, Kommunikation kann man einfach nicht immer erzwingen. Wir können uns da nicht hinstellen und als Lehrer sagen so, du musst mal mehr mit deinen Mitschülern reden. Du musst hier Freunde finden. Oh, du bist ja anders als die anderen, weil du nicht so viel sprichst und ein stilleres Kind bist. Liebe Lehrer und Erzieher, wenn ihr euch eine Gruppe von Menschen anseht, dann werdet ihr immer, gerade bei jüngeren Kindern, eine typische klassische Hack- und Rangordnung finden. Und in der Regel ist dort immer einer ein bisschen stiller,
als die anderen. Menschen kommen nämlich tatsächlich auch schon unterschiedlich zur Welt. Das ist nicht so eine Sache, die man einfach mal steuern kann, sondern ja, der ein oder andere von uns kommt unsicherer und etwas stiller zur Welt. Das liegt in unseren Genen, weil das auch durchaus hilfreich ist. Stille Menschen, die nicht die ganze Zeit lang durch die Gegend brüllen und laut sind, die in Anführungsstrichen introvertiert, auch wenn es das eigentlich nicht wirklich gibt, die in Anführungsstrichen introvertierteren Menschen oder langsameren Menschen, scheueren Menschen, die, passt mal auf, beobachten nämlich Dinge und sehen Dinge, erleben ihre Umwelt anders als der Rest der lauten Bande. Aha, und das hat seinen Sinn, genauso wie ADHS Sinn hat in unserer evolutionären Entwicklung. In einer großen Gruppe von Menschen, die zusammen in Höhlen wohnt, in zeltähnlichen Anlagen. Was mache ich jetzt mit dem Huhn hier schon wieder? Eine große Gruppe von Menschen, die gezwungenermaßen miteinander klarkommen muss, weil sie in der Familiengruppe groß geworden ist, wie das halt in der Steinzeit so der Fall war in der frühmenschlichen Entwicklung. Da war das dann halt ein bisschen schwierig, wenn da alle laut waren und aktiv und lebendig und nur glücklich. Weil wer passt denn auf, wenn die Gefahr kommt? Wer behält den kühlen Kopf? Wer beobachtet seine Umwelt dann ganz genau? Zum Beispiel Leute, die ADHS haben. Das sind ja Menschen, die ihre Umwelt und jeden kleinsten Ablenkungsreiz sehr bewusst wahrnehmen. Die waren fucking nützlich in der Steinzeit. Die haben nämlich als Erste gesehen, wenn da irgendwo Böses im Busch war. Weil die halt einfach gesagt, oh, guck mal da hinten, das da, oh, guck mal da ein Eichhörnchen, guck mal das, die waren schnell abzulenken. Und es sind ja auch heute, es ja, gehört ja heute dazu, dass man schnell abzulenken ist und sich nicht so leicht auf eine Sache fokussieren kann. Kann man übrigens beibringen, ne? Wenn man das, also man braucht halt nicht immer unbedingt Medikamente gegen, man kann das auch jemandem beibringen, auch genügend Erfahrung mit der Thematik gesammelt. Die Art, wie man lernt und wie man wahrnimmt, da wollen wir ja drüber reden in den nächsten Tagen. Und das passt ganz gut, glaube ich, das Thema Kommunikation am Anfang, beziehungsweise der Vorwurf der Lehrer. Du bist anders, mach doch mal mehr mit den anderen. Nein, wir sind nicht anders. Wir sind nicht anders als andere Menschen, ja? Du musst schon eine massive Behinderung haben, die einen Großteil deiner Fähigkeiten einschränkt, um wirklich als so anders zu gelten, dass man nicht in unsere vorgegebene Gesellschaftsstruktur passt. Und selbst das ist, wie wir in den letzten Folgen erklärt haben, in Anbetracht unserer Gesellschaften, der Art und Weise, wie sie sich entwickelt hat, hinfällig. Dieses Anders gibt es nicht. Du bist zu deiner Genetik zu 99% mit allen Menschen identisch. Und wir machen zum Teil auch noch alle in etwa die gleichen Erfahrungen. Also bitte befreit euch mal von diesen Sachen. Wenn Lehrer euch das sagen, tut mir leid, dann haben sie im Studium anscheinend den Kopf in ihren Anus gesteckt und gedacht, ja, so lernt man. Tut mir mal ganz ehrlich leid, wenn ich das so sagen muss. Die Realität sieht ein bisschen anders aus, liebe Lehrerwelt, liebe Erzieherwelt. Ich habe mich nämlich sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt, zumal mir als einzige Ausbildungsoption in meinem Kaff auch nur die Option stand, sie könnten Erzieher werden, wenn sie wollen. Ich so, mal gucken. Dann habe ich mich dort eingelesen, sehr intensiv. Und nachdem ich gelesen habe, wie rückständig teilweise Erziehungsausbildungen sind, ist das jetzt gegossen oder nicht? Ugh, die muss ich per Hand gießen. Nein, nicht daneben gießen. Was war ein Problem? Ich dachte, die Rasensprenger würden mir dieses Problem jetzt hier da erleichtern. Das ist aber nicht so. Ja, also nachdem ich dann sehr viel über das Thema Erziehung gelesen habe, wie sich die Entwicklung des Menschen aufgrund der Erziehung verändern kann, aber auch nicht muss, wie viele Dinge vorausgesetzt sind und wie unterschiedlich leider die Erziehungskultur der verschiedensten fortschrittlichen und nicht so fortschrittlichen Institute in Deutschland ist, da hat mir gekraut, da hatte ich Angst, dass ich genau das als Lehrer bekomme, was, keine Ahnung, vor 30 Jahren mal studiert hat und sich gedacht hat so, oh, das reicht, ich muss mich nicht darüber informieren, was man alles Neues gelernt hat in unserer Gesellschaft. Das, was man vor 30 Jahren wusste, ist ja immer noch gültig. Oh, das ist ja furchtbar. Deswegen habe ich mich dann sehr bewusst dazu entschieden zu sagen, nö, ich mache jetzt mal meine Abendschule weiter, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, so etwas als Ausbildungsberuf ertragen zu müssen. Und wenn man dann nach den Dingen geht, die man dort
als, ja, soll ich sagen, neueste Erkenntnisse erlernt, dann geht man Gott sei Dank in der Erziehung heute sehr viel mehr nach Genetik und warum wir Menschen so sind, wie wir sind und wie Verhaltensstörungen sich eigentlich wirklich entwickeln, dass es manchmal winzige Kleinigkeiten sind und dass es teilweise auch eine winzige Kleinigkeit ist, die mein Erzieher gesagt haben könnte. Zum Beispiel, Lemoi, ich war ja auch anders, weil ich ja so viel krank war, was durchaus auch mal normal sein kann. Es gibt genügend Teenager, die ja auch durch eine Krankheitsphase durchgehen müssen, weil sich halt eine Menge im Körper umstellt. Und weil ich ja auch nicht so viel kommuniziert habe. Ja, Kunststück, wenn man den ganzen Tag lang nur Schmerzen hat und sich nicht wohlfühlt. Und ich bin ja anders und das schaffe ich ja alles nicht. Und meine Lehrerin, die zu mir gegangen ist und gesagt hat, dass ich halt einfach, weil ich so viel fehle, auch viel zu dumm fürs Gymnasium bin. Es tut mir leid, aber mein IQ sagt nicht, dass ich zu dumm fürs Gymnasium bin. Alle Lehrer, die ich danach hatte, finden nicht, dass ich zu dumm fürs Gymnasium war. Die meine Aufsätze gelesen haben und meine Arbeiten gesehen haben und sich gefragt haben, wie dieser Mensch dann durch das Schulsystem fallen konnte und kein Abitur hat. Und nicht verdammt nochmal Medizin studiert, so wie sie es gerne getan hätte. Komisch, dass andere Lehrer, die teilweise auch eine höhere Qualifikation hatten, bei den ganz anderen Arbeitsbereich hatten, nicht die Meinung meiner geistig verwirrten Klassenlehrerin war, die halt auch, die hat auch schon Schüler geschlagen, also die war wirklich geistig verwirrt. Aber das hat mich geprägt, dieser Satz, dieses so, du schaffst das nie, wenn du so viel krank bist. Ich meine, das war eine Respektsperson damals noch. Da war ich ein Stöpselchen, okay? Da war ich 15 Jahre alt, da zählte ich noch als Stöpsel, weil ich habe mich halt echt sehr spät erst entwickelt. Ich meine, meine Klassenkameraden alle schon übelst die Titten und mit jedem Jungen in der Schule, auch wenn das irgendwie voll ekelerregend war, der Gedanke, irgendwie eine schöne Beziehung gehabt. Und man muss sagen, 15-jährige Jungs sehen halt einfach auch aus wie 15-jährige Jungs, wo ich immer gedacht habe, sind die pädophil, was ist falsch mit denen? Das ist doch nicht männlich, was soll denn das? Ah, ich kam damit nicht klar, ich habe das alles nicht verstanden. Und das ist auch völlig okay, weil ich festgestellt habe, dass es sehr vielen Menschen so geht wie mir, die das auch alle nicht verstanden haben. Ich habe halt nur nicht zufälligerweise mit denen in einer Klasse zusammengesessen, sondern mit den komischen, frühpubertierenden. Na, jedenfalls passte ich da halt dementsprechend auch nicht so gut rein, weil das alles etwas länger ging. Da war ich nicht anders. Da war ich einfach nur wie jeder Fünfte und Sechste bisschen langsamer entwickelt, was die Pubertät angeht. Nicht im Kopf, nur körperlich. Deswegen kam meine Lehrer da irgendwie anscheinend gar nicht mit klar. Zumal ich irgendwie die Einzige war, die gelernt hat. Und die anderen haben sich ja für nichts anderes interessiert, außer Bumsen. Och, es war so furchtbar in dieser Klasse. So. Hi, Shane. Ist Money jetzt da? Kann ich jetzt Burger noch kaufen, oder? Oh Gott, ich hasse euch. Meine Tiere verhungern, du blöde Kuh. Ich kümmere dich gut um die Tiere. Ich würde mich ja gerne gut um die Tiere kümmern, wenn du mir dein scheiß Heu verkaufen würdest. Gib mir dein Heu. Gib mir Heu. Ah! Klau jetzt hier welches. Kann ich da nicht irgendwie aus meinen Heuballen Heu machen oder so? Na gut. Nur zum Thema prägende Sätze. Ich habe es so oft gelesen in euren Kommentaren und das ist so schmerzhaft, dieses so, nee, du bist anders, du kommunizierst ja gar nicht so viel mit den anderen, dieses, du bist, wie kann man dann Kindern das ins Gesicht drücken, du bist anders. Und das auch noch als was Schlechtes implementieren als Lehrer, vor allen Dingen nicht wissend, dass junge Menschen gerade versuchen, den Selbstwert in ihrem Leben zu finden. Was bin ich wert? Was kann ich? Wohin gehe ich? Was will ich? Wer bin ich? Ich lerne mich kennen, ich entwickle mich selbst, ich entwickle ein eigenes Ego und ich entwickle ein eigenes Bewusstsein für mich selbst. Und in dem Moment zu einem Kind zu gehen und zu sagen, du bist ja anders. Wie? Was? Ah! Entschuldigung. Das regt mich halt übelst hart auf. Ich möchte jeden Lehrer mit Anlauf ins Gesicht treten, der sowas tut. Wirklich mit Anlauf. Und Stöckelschuhen. Und Spikes unten drunter. Und der dann sagt, dein Gesicht sieht ja jetzt anders aus. Du bist ja jetzt anders. Das ist wie Leute, die sagen, den Sim, den du erstellt hast, fand ich aber schöner, als er schlank war. Digga, nein. Digga, das ist... Digga, Schönheit bestimmt sich nicht durch... Oh mein Gott, Digga, nein. Vielleicht ist es ästhetischer und gesünder, ja, weil es vermeintlich zu Stereotypen, Wahrnehmungen passt. Darüber hatten wir ausführlich geredet.
Aber die Schönheit eines Menschen bestimmt sich nicht durch den... Es ist einfach der eigene Geschmack. Die Leute mit so, ich weiß, was schön ist. Nein! Es ist Geschmackssache. Und wenn man findet, dass jemand dünner, schöner aussehen würde, dann darf man das denken. Aber man hält seine scheiß Kackfresse. Das ist, als würdest du zu jemandem auf der Straße hingehen und sagen, also ihre blonden Haare gefallen mir nicht. Die würde ja auch sagen, das ist mir sowas von egal. Du gefällst mir ja auch nicht. Aber weißt du was? Nicht dein Aussehen, sondern deine Persönlichkeit, Bitch. Oh, diese Menschen einfach, dass sie immer das Gefühl haben, dass ihre Meinung und das, was sie subjektiv wahrnehmen, in irgendeiner Weise irgendjemanden jucken würde. Es gibt halt einfach einen ganz großen... Ich mache übrigens mal Bruschetta. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Kritik und Meinung und wann man seine Meinung sagen. Ich meine, du kannst zum Beispiel sagen so, ich mag die Musik, weil das und das. Und dann kann jemand sagen, komisch, genau deswegen gefällt sie mir nicht, aber das ist ja mein persönlicher Punkt. Und dann kann man darüber vielleicht reden. Und das ist der nächste Punkt, wie redet man dann darüber? Dann redet man vielleicht gemeinsam darüber, wie dann solche unterschiedlichen Geschmäcke klarkommen und sagen, hey, was hörst du denn sonst gerne für Musik? Ah, die und die Sachen, okay, das ist interessant, weil das mag ich eigentlich auch. Und was genau? Ja, das ist mir zu aggressiv. Ah, okay, verstehe, weil der Beat ist dir dann zu aggressiv, das macht dich nervös. Genau, deswegen magst du den nicht. Okay, jetzt kann ich das nachempfinden. Aber wenn die Unterhaltung bei ich mag blau und ich mag aber rot viel lieber bleibt, dann bringt einem das gar nichts. Versteht ihr? Das ist kein Wachstum. Nichts. Da bleibt zum Schluss halt nichts übrig. Ich könnte übrigens mal das da mitnehmen. Also Kommunikation, ihr merkt, das ist schon ganz wichtig. Weil was nützt es, wenn die Schüler in der Schulklasse eine gewisse Kommunikation beherrschen? Ich mag das und das. Ist voll dumm. Ich mag lieber das da. Du bist voll doof, weil du das nicht magst. Wenn du nicht Mitläufer bist und das auch magst, was ich mag, dann bist du noch viel doofer. Die und die Klamotten sind toll. Oh, das ist ja, lieber Lehrer, das ist 1A-Kommunikation. Klar, das gehört auch zur Selbstfindung und das gehört auch dazu, dass man sich mal über solche Dinge austauscht. Aber dann bitte tut doch nicht so, als wäre das in irgendeiner Weise intelligenter und gesünder als ein Schüler, der daneben steht, die Augenbrauen hochzieht und denkt, Digga, seid ihr alle kerngestört. Weil das ist nämlich das, was ich dabei empfunden habe in der Schule, weil ich mich immer gefragt habe, warum streiten die in meiner Klasse den gesamten verdammten langen Tag darüber, was sie mögen, was sie nicht mögen und was davon besser ist. Jetzt bin ich aber alt genug zu wissen, warum, weil sie versuchten, ihren Selbstwert dadurch darzustellen, nach dem Motto so, weil ich XY höre, bin ich cool. Und wenn du XY nicht hörst oder nicht kennst, bist du nicht cool. Ne, das ist ein Machtspielchen. Ne? Machtspielchen in einer Gruppe von noch primatenähnlichen Kindern ist völlig normal, weil diese Entwicklung weit weg von unseren affenähnlichen Vorfahren, kommt ja nur durch Erziehung. Ansonsten würden wir uns ja alle wie Brüllaffen benehmen. Nur Erziehung und nur das Wissen unserer Gesellschaft unterscheidet uns von Affen. Ja, das macht uns aus uns diesem Homo sapiens sapiens. Es ist nicht so, dass wir uns von Natur aus ethisch in eine schöne Richtung entwickeln würden, wenn wir nicht die Erziehung hätten und die Gesellschaft und die Medienkultur. Und hey, guess what? Was machen unsere Medien aktuell? Erziehen uns ein bisschen zu Affen, weil Affen kann man besser ausbeuten. Leute, die niederen Instinkte kann man super leicht ausbeuten. Je intelligenter jemand ist und desto mehr er über seinen eigenen niederen Instinkten steht, desto schwieriger wird es, diese Person auszubeuten. Weil die ist ja selbstständig denkend und die weiß ganz genau, dass sie es nicht nötig hat, dass sie wunderschön, schlank, keine Ahnung, unfassbar selbstsicher sein muss, um ein guter Teil der Gesellschaft zu sein und um wertig zu sein, ja? Wie gesagt, der Wert einer Person bestimmt sich nicht durch seine Persönlichkeit, sondern nur durch seine Taten. Und du kannst als die introvertierteste, langsamste, lahmste, unterentwickelste Person die geilsten Taten auf diesem Planeten vollbringen und die Welt retten, eventuell Krebs heilen. Digga! Die Sache, die dahinter steht, ist immer nur, ist man damit glücklich? Und wenn wir in unserer Gesellschaft permanent suggeriert bekommen, du musst extrovertiert sein, um glücklich zu sein. Ja, dann frag mich mal, wie du dann glücklich sein sollst, wenn dir alle Menschen einreden, dass du nur dann glücklich bist, wenn du der Kommunikativste auf diesem Planeten bist. Ja, es ist schön, wenn wir lernen zu kommunizieren, aber das kann man nicht forcieren, das kann man jemandem beibringen. Beibringen, wie man kommuniziert, wie man Freunde gewinnt, wie man sich ausdrückt, wann man sich ausdrückt, wie man dafür sorgt, dass andere Leute einen verstehen, wenn man sich ausdrückt, wie man aber auch darauf pfeifen kann, dass einen jeder versteht, weil es manchmal einfach absolut nicht notwendig ist, dass einen jeder versteht. Es gibt da einfach Grenzen. Ja, und
statt dass man das unterrichtet, was ein unfassbar wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft wäre, und dann gäbe es wesentlich weniger Donald Trumps auf diesem Planeten, weil die Menschen endlich lernen würden, wie man redet. Nee, stattdessen ist ja der einzige Faktor der Lehrer, du musst mal mehr mit deinen Mitschülern reden, du bist ja anders. Wie oft ich das gelesen habe und wie extrem das die Leute beeinflusst hat. Alleine in euren Geschichten, die ihr mir geschrieben habt, wie viele von euch dort negativ beeinflusst worden sind, weil irgend so ein Kacklehrer, der für euch eine Respektsperson war, euch eingeredet hat, dass ihr so nicht funktioniert und dass ihr anders wärt. Oh, danke schön. Sie sind auch anders, Herr Lehrer. Denn Sie sehen ja anders aus als ich. Also sind Sie ja anders. Gratulation. Manchmal hasse ich Menschen.